Schönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zur 7. Folge der Pokémon Warlock. Es geht weiter, wo wir aufgehört haben, logischerweise. Das sage ich jede Folge. Es geht weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben den Mondberg endlich hinter uns gelassen und wir sind jetzt auf der Nuggetbrücke. Ich hole auch meine Pokémon durch. Ja. So, was gibt's Neues bei euch? Ihr könnt mir nicht antworten, ich weiß. Aber ich kann ja erzählen, was es bei mir Neues gibt. Gar nichts. Ich stehe auf. Ich arbeite an meinem Projekt. Ich arbeite an der Warlock. Ich gehe schlafen. Ich stehe auf. Ich arbeite an meinem Nebenprojekt. Nee. Die Warlock ist mein Nebenprojekt. Ich stehe auf. Ich fahre, je nach Auftragslage, zu meinem Nebenjob. Arbeite an meinem Projekt. Arbeite an der Warlock. Und gehe schlafen. Das ist die letzten... Ja, wenn man die Manlog mit einrechnet, 2-3 Monate mein Alltag gewesen. Wie komme ich jetzt da drauf? Es interessiert mich einfach, wie euer Alltag so aussieht. Ich hatte die letzte Folge ja gefragt, ob ihr in irgendeiner Art und Weise einen gewissen Upload-Plan bevorzugt. Hab dazu keine Antwort gekriegt, das heißt, es ist euch eigentlich egal, was mir recht ist. Dann bleibe ich bei Mittwoch und Sonntag. Nidoran männlich, kann Schnabel, das möchte ich nicht riskieren. Nehmen wir mal Brennstein. Nein, der wird zu stark. Brennstein, doch, ich will nichts riskieren. Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Arbeitet ihr im Schichtsystem? Geht ihr noch zur Schule? Beziehungsweise geht ihr auf eine Uni und studiert? Es würde mich interessieren, hinterlasst eine Nachricht nach dem Pipi. Gesprengt wurde. Gucken, ob ich in dieser Folge tatsächlich noch einem Pipi begegne, bei einem Trainer oder so. Das würde mich sehr interessieren. Hofer hat mehr oder weniger moniert, dass ich mehr darüber reden soll, wie sehr ich Österreich hasse und das Wort Hofer viel weniger erwähnen soll, was somit in dieser Folge geschehen wird. Ich hasse Österreich. Nein, ich hasse Österreich eigentlich nicht. Aber ich denke, jeder, der hier zuguckt, ist klug genug, um zu wissen, dass ich das nicht ernst meine. Aber Hofer erwähne ich trotzdem den Rest der Folge nicht mehr. So. Wollen wir mal sehen, wie treu er als Zuschauer ist, wenn es mal nicht um ihn geht. Wenn er mal nicht der Starter der Truppe ist. Ne? Es ist übrigens wieder sehr spät. Es ist tief in der Nacht. Ich glaube, 14:45. Das ist für andere ist es nicht tief in der Nacht, für mich schon. Das Menki könnte mir Probleme... Nee, Quatsch. Könnte nicht. Wobei, Karateschlag. Ich gehe mal mit Mark rein. Da kann ich nichts schief... da kann ich nichts falsch machen. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich hoffe, das schlägt sich nicht in der Qualität meiner Kommentarfunktion nieder. Fuck. Was war das? Was war das? Fuck. Es könnte ein Kratzer kommen, weil Karateschlag nicht sehr effektiv ist. Aber ich muss es tun. Ich hoffe, es war kein Fehler. 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 Komm. Tot, 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 tot. Oh. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich jetzt plötzlich so angespannt gewesen bin. Aber wenn wir mal ehrlich sind. Hennig, Level 15. Ey, ist doch was Erfreuliches. Und es kommt der Energiefokus, den ich letzte Folge angekündigt habe. Scheiß auf Härtner. Entschuldigung. Hätte der jetzt zweimal Karateschlag gemacht, wäre wahrscheinlich der Drops gelutscht gewesen. Britta ist sehr leicht. Was heißt Fußkick? Das heißt, dass Fußkick nicht besonders viel abgezogen hat. Aber gehen wir das doch mal durch hier. Angenommen, der hätte Britta mit einem Karateschlag vielleicht sogar mit einem Volltreffer gone-hittet, was ich wäre nie wieder in meinem Leben glücklich geworden, Britta. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Was hätte ich dann noch groß machen können? Hennig, hält der viel aus? Hätte der genug ausgehalten? Ich denke nicht mit 21 Verteidigung.
Ich meine, es wäre nicht sehr effektiv gewesen, aber egal. Mark, haben wir gesehen, was passiert mit einem Karateschlag, der nicht sehr effektiv ist? Edi, hätte er gewone-hittet mit dem Karateschlag, Fußkick? Brennstein, höchstwahrscheinlich auch. Also das war knapp. Dabei bin ich schon so vorsichtig. Kacke. Um den Gedanken kurz abzuschließen, den ich gerade hatte. Schreibt mir doch, was ihr so am Tag macht. Wie euer Tag nach Todmus aussieht, wie ob ihr überhaupt einen habt. Und was ihr so tut. Des Weiteren würde ich gerne heute mit euch darüber sprechen, inwiefern es euch stört, ihr es mögt, ihr es euch anders wünscht, über was ich rede. Für mich ist das Ganze hier mehr wie ein, ja, Podcast, der Gameplay-Elemente nebenbei hat. Das heißt, ich habe ein paar Themen, die ich mir im Vorfeld nicht unbedingt überlege, sondern die einfach in meinen Kopf kommen und während ich aufnehme und die ich dann bespreche mit euch. Aber in erster Linie steht tatsächlich die Kommunikation zu euch im Vordergrund und nicht, dass ich das Geschehen auf dem Bildschirm kommentiere. Weil bei anderen Let's Playern, wenn ich mir die so angucke, ausschließlich amerikanische im Übrigen, nervt es mich eigentlich oft, wenn es tatsächlich einfach nur, jetzt setze ich Energiefokus ein, Hennig setzt Energiefokus ein, Hennig pumpt sich auf, Rettern setzt Biss ein. So, das finde ich etwas langweilig. Ich möchte als Zuschauer gefordert werden, also möchte mir Gedanken um etwas machen müssen, was halt dem Thema der aktuellen Folge geschuldet ist. Wie ist das bei euch? Wie seht ihr das? Wollt ihr mehr Kommentatorfunktion haben? Dass ich sage hier, blablabla. Oder wollt ihr, dass ich mehr vielleicht über mich rede, über das, was ich mache, was ich gerne tue, was mich beschäftigt an Themen, was auch natürlich auch oft Pokémon-related sein muss? Wahrscheinlich wird es wieder als Antwort eine Mischung aus beidem geben. Ich finde es ganz gut, dass du über aktuelle Themen sprichst und wenn was Wichtiges auf dem Bildschirm passiert, solltest du das aber kommentieren. Damit will ich nicht sagen, dass diese Antwort falsch ist oder schlecht oder dumm. Nur nach dem, was ich bis jetzt so von meinen Stammzuschauern mitbekommen habe, ist das dann doch, habe ich dann doch den Eindruck, dass wir so auf einer Wellenlänge sind, was das betrifft. Was wahrscheinlich logisch ist, weil wenn man auf einer Wellenlänge ist und jemand öfter zuguckt, guckt er zu, weil man auf einer Wellenlänge ist. So. Währenddessen gucke ich mir ja an, wie Hennig tatsächlich Probleme hat, gegen einen Zubat zu bestehen. Das wird ja wohl jetzt kein Problem werden hier, oder? Oder? Das kann doch nicht wahr sein. Hennig, was machst du denn? Ich möchte nicht eines Tages sagen müssen, dass ich Erfahrungspunkte an Bibor verschwendet habe. Das wäre echt traurig, das möchte ich nicht. Aber wir haben gleich einen neuen Encounter. Denn unten links, die Grasstelle, ist eine neue Route. Das heißt, ein neues Pokémon stößt unter Umständen zu uns, ich hoffe es. Ich möchte nämlich im Fall, dass ich gewalt werde, nicht nur noch mit Jesse dastehen. Jesse, guckt sie überhaupt noch zu? Hallo, Echo. Oh ja. Ja, ich würde euch gerne beitreten, Team Rocket. Aber ich kann es leider nicht. Weil ihr mir die Option nicht lasst. Weil das Spiel krankhaft linear ist. Was aber zu erwarten war im ersten Pokémon. Sich aber bis zum siebten Pokémon so durchgezogen hat. Jesse, guckst du noch zu? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich möchte keinen Druck aufbauen oder so, ne? Aber ich hätte dann doch gerne mal eine Rückmeldung. Ne? Gott, das klingt so, als wäre ich irgendwie ein Stalker. Der irgendwie alle, also am Tag zweimal anruft und sagt so, hey, wie geht's dir? Geht's dir gut?
Du hast auch letztens gesagt, du rufst mal an. Wann ist denn das? Ich warte schon irgendwie, aber irgendwie kommt nichts von dir. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen scheiße, ne? Das möchte ich natürlich, den Eindruck möchte ich natürlich nicht vermitteln. Da ich dazu neige, immer nur zwischen zwei Extremen hin und her zu springen, sage ich einfach, ja, dann bleibt's auch, wo der Pfeffer wächst. Ja. Ein Ratata. Ich weiß, es ist langweilig, aber ich riskiere hier nichts. Da kommt ein scheiß Hyperzahn, denn das dürfte Rattata auf Level 14 schon können. Und dann bin ich am Arsch. So, ja. Hier kommt der Hyperzahn. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte keiner meiner Pokémon, mit Ausnahme von Brennstein, einen Crit durch einen Hyperzahn überlebt. Das Vieh ramst einen so weg, es ist unglaublich. Redan. Stoßen wir mal wieder mit Hennig zu. Der kann das ja ganz gut. Er hat einen langen, harten, trainierten Stachel, den er aber bedarf. Den er aber bedarf ausfahren. Ausfahren kann. So. Ich gehe mal mit dem Energiefokus zuerst rein. Schön Volltrefferquote erhöhen. Damit das Ganze nicht so lange dauert. Jetzt muss die Strategie auch noch aufgehen. Ich werde durch den Wickel verletzt, das heißt, ich kann nicht austauschen, was aber eigentlich nicht so schlimm ist, weil der Bedroher durch Rettern schon auf Brennstein gegangen ist. Ja, er trifft nur zweimal, das ist nicht schlimm. Rettern trifft mit seinem Wickel nicht. Und zack, wir machen den Sack jetzt einfach zu. Habe ich jetzt einfach beschlossen, dass Handy das jetzt macht. Und es hat auf mich gehört, weil ich ein ganz hervorragender Kommentator bin und Trainer und Kommandant. In diesem Krieg. So. Nächster Encounter, bitte. Bitte ein bisschen nächster Encounter, bitte. Bitte ein bisschen nächster Encounter. Danke. Danke. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was kriegen wir denn? Es ist Hornlui. Hornlui hatte ich schon. Schade, aber nicht zu ändern. Tschüssikowski. Zack. Level up. Kein Level up. Okay, ist das hier oben eine neue Route? Ja, Route 25. Erstmal hole ich mir diesen Pokéball. So. Vielleicht schaffe ich ja die Route hier auch noch in dieser Folge. Dieser Wanderer, der macht mir Angst. Alles klar. Ich hätte keine Angst zu haben brauchen. Und? Kriegen wir ein neues Teammitglied? Unter Umständen. Wenn ich es schaffe, dieses Miraplat zu fangen. So. Zack. Bleib einfach drin. Bleib. Ah. Ich meine, das ist Level 13, Mann. Das kann. So schlimm kann das nicht sein. Ich könnte es mal antackeln, vielleicht, wa? Ich meine, es ist zwar Edi, der rammelt alles weg. Er rammt alles weg, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das macht es nicht besser. Ihr wisst, was ich meine. Okay, das war tatsächlich billiger, als ich dachte. Und Miraplar haut stärker rein, als ich es erwartet hatte. Darum gehen wir mal zu Britta. Muss Britta das halt klären. So. Senk ruhig den Fluchtwert. Ja, das sollte reichen. Solange jetzt kein Absorber kommt und es sich wieder heilt, müsste das reichen. So, Pokémon ist falsch. Beutel. Pokéball. Und los geht's. Übrigens, wir sind jetzt in der Mitte des Videos angekommen, ungefähr. Ich habe eine geheime Mission für euch alle, für alle meine 10 Abonnenten. Ich habe 10 Abonnenten. Ich habe 10, ich muss ein Subscriber-Special machen. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ehrlich, ich überlege schon den ganzen Tag, wo erstmal einen Kosenamen. Irgendwen aus der Gruppe. Miraplar ist leider nicht Lappen-Pokémon genug. Ausgewählte Nutzer wissen, was ich meine. Ich glaube auch nur Edi weiß, was damit, was ich meine. Boah, Moment, mein Handy. Wo ist mein Handy? Irgendwen aus der Gruppe.
damit auch ja jeder, der in irgendeiner Art und Weise von außen dazu stößt, überhaupt gar keine Ahnung hat, wen ich meine. Oder wer das sein könnte. Ich weiß, ich habe keine Zuschauer aus anderen, aus Gruppen, fremden Kreisen. Aber das kann sich ja noch ändern. Ich komme gleich noch dazu, wegen meiner geheimen Mission. So. Mal sehen. Brent hatte ich schon. Jesse hatte ich schon. Jesus. Hendrik! Mensch, Hendrik, wie konnte ich auf Hendrik nicht kommen? Ah, das ist aber gemein. Hier, Hendrik. Ja? Der hat unter einem meiner Videos geschrieben, dass er meine Stimme liebt. Das ist nicht nur homoerotisch. Es ist auch sehr schmeichelhaft. Und das muss ich honorieren. Arschkriecherei wird hier honoriert. Kritik wird niedergemacht und verboten. Und man wird verbannt. Und ich lasse die Pokémon frei, dessen Namensgeber kritisiert hat. Guckt Hendrik? Ich glaube nicht, dass Hendrik guckt. Ich meine, er liebt meine Stimme. Und ich meine, wie könnte man meine Stimme auch nicht lieben, oder? Aber ich glaube, er guckt tatsächlich nicht oder nur phasenweise. Vielleicht kann er mir mal einen Hinweis dalassen. Auf jeden Fall geheime Mission an alle, die zuhören. Erstens, die Erde ist gar keine Scheibe. Die Erde ist rund. Und zweitens, Bush did 9/11. Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich ist das nicht die geheime Mission, sondern lass mal versuchen, 15 Subscriber zu kriegen. Ich mache kein Special, weil mir schon zu 10 keins einfällt, aber 15 wäre echt, boah, ich wäre fast beeindruckt. Kriegen wir das hin? Ah, warte, bevor wir hier weitermachen, ich möchte mal hier Edi den Level-Up noch verschaffen, bevor der mir in irgendeinem Trainerkampf wieder zum Verhängnis wird, dass mir da irgendein Statpunkt fehlt. Kriegen wir das hin? 15 Subscriber? 15 Subscriber bis Jahresende? Ich denke, das ist ein realistisches Ziel, oder? Ich denke, das kriegen wir hin. So. Level 17. Level up. Das ist schön. Das ist wunderschön. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich mache nämlich einen kleinen Trick. Einen kleinen Warlock-Trick. Ich gucke die Pokémon durch, wie viele Erfahrungspunkte die noch brauchen. Und wer einem Level up am nächsten ist, beziehungsweise nicht so weit von einem Level up entfernt ist, und dem verschaffe ich dann den Level up einfach. Tauben. Kriegst du Tauben klein? Ich weiß es nicht. Wir spielen einfach und sehen, was passiert. Aber wir riskieren nichts und sehen, was passiert. Seht ihr? Das wäre nämlich, wahrscheinlich wäre nicht viel passiert, aber hey. Naja, habe ich mich so auf diese Serie konzentriert. Und sie ist vorbei, weil ich in Folge 12 an einem Rattata scheitere. Das wäre höchst unschön. So. Wenn alles gut läuft, noch 2 Pokémon. Dann kriegt Mark sein Level ab und dann machen wir auch regulär weiter. Wir haben auch noch viel Zeit, wie ich so auf die Uhr gucke. So. Ein Pokémon noch, dann geht weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich als Abonnenten-Special machen soll. Wahrscheinlich, wenn diese Folge hier online ist, das ist heute ist Montag bzw. Dienstagnacht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Also Mittwoch habe ich auf gar keinen Fall ein Abonnenten-Special hochgeladen. Donnerstag und Freitag ist wahrscheinlich auch nicht. Samstag? Ich weiß es nicht. Ich brauche Ideen, ich brauche Input. Überlegt euch was. Überlegt euch irgendwas. Scheißegal. Mit scheißegal meine ich nicht, dass ich alles mache.
Dann kommt Martin nämlich um die Ecke und sagt, hier zieh dich aus. Ich zieh mich gerne aus, aber nicht vor ganz vielen Leuten. Und schon gar nicht vor der Kamera und schon gar nicht auf YouTube und schon gar nicht für unsere Gruppe. Da zerstöre ich Wunschträume mit. Nee. Das Päckchen dürft ihr schon alleine aufmachen, meine Freunde. Ich habe echt keine Ahnung. Überlege, ich mache irgendwas irgendwie mit Pokémon Kolosseum oder so, aber ich wüsste auch nicht was. Da muss ich mir mal irgendwas zu überlegen. So, ich glaube, der Wanderer hat einen Kleinstein. Macholo, das meinte ich. Macholo. Das kann mit Karateschlag ziemlich nervig werden, das Vieh. Ah, warum mache ich Tackle? Ah. Defense Drop. Ah. Komm, tot. Fuck. Okay, das war schon ein Volltreffer. Okay, ich hatte schon Schiss. Ich habe da jetzt irgendwie mich wieder in die Bedrohung gebracht. Kampf-Pokémon nerven mich gerade auch ziemlich stark. Das ist auch wieder so typisch Gen 1. Jedes Flug-Pokémon, mit Ausnahme der legendären, also der mystischen, und Glurak, sind flugnormal. Was soll das denn? Irgendwie hatten die in Gen 1 das Bedürfnis, Pokémon, die bereits einen Typen Vorteil aufgrund ihres Typings einfach haben, das wieder zu zerstören, indem man irgendeine Kacke da reinbaut. Irgendwas mit Hauptsache, es hat dann doch nicht die Resistenz dagegen. Weil wäre ja zu stark. War echt Kacke. Pflanze, Gift, Normalflug, Geistgift, Dracheflug, wobei das vielleicht sogar legitim gewesen ist zu der Zeit, weil Drachen einfach echt sehr stark gewesen sind. Mit nur einer Schwäche, ich meine eigentlich zwei, Drache und Gestein. Drei. Okay, drei Schwächen, aber nur zwei konnten nur wirklich ausgespielt werden, weil es in der ersten Generation nur eine Drachenattacke gab. Und die hat immer fix KP abgezogen. Drachenwut 40. Gut, das war vielleicht irgendwie gerechtfertigt, aber alles andere weiß ich nicht. Es gibt auch ganz viele Wassereistypen. Was auch einfach keinen Sinn gemacht hat irgendwie. Austausch, warum ist Austausch Wassereis? Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jurob, okay, ist so eine kleine Babyrobbe da. Ergibt schon Sinn irgendwo, dass die kalt ist und so. Ich frage mich, ob es Babyrobben, Robalknüppeln in der Pokémon-Welt gibt oder Jurob-Knüppeln. Also ihr wisst, was ich meine, um das Robbenfell ranzukommen. Generell, es können ja nicht alle Pokémon-Trainer oder alle Menschen in der Pokémon-Welt Veganer sein. Ich meine, wie kann man überhaupt Veganer sein? Also der ideale Minusmensch wäre, dessen Nachname würde mit H beginnen, wäre Veganer und würde in Österreich leben, so irgendwie so in der Richtung. Moment, mir fällt gerade auf, dass, also wenn man Veganer jetzt nicht so wörtlich nimmt und da Vegetarier draus macht, dass das tatsächlich auf Hitler ziemlich gut passt, also... Ich meinte gar nicht den, an den ihr jetzt alle gedacht habt, sondern Hitler. Ist doch auch völlig auf der Hand. So, da gehe ich mal mit Rattata rein. Was mache ich hier? Ach ja, ist der Fleckmon-Typ. Ein bisschen weiß er sich. Ich weiß sowieso relativ viel von den Trainern hier, weil ich, wie gesagt, es einfach schon bis zum Erbrechen gezockt habe, dieses Spiel. Gerade dieses Spiel.
Aber es ist auch viel aus der Manlog noch übrig geblieben. Mal sehen, das waren jetzt 9. Crit maximal 25, sage ich jetzt mal, mit einer relativ behinderten Damage-Kerk. Also mache ich mit dem Hyperzahn weiter. Und er trifft natürlich wieder nicht. Okay, nee. Mann. Kann das viel schon Konfusion? Konfusion. Das habe ich sehr seltsam ausgesprochen. Britta müsste mehr Spezialverteidigung haben als Edi. Oh ja. Soll Britta was machen? Das Problem mit Hennig ist, ich kann Hennig im Kampf nicht einsetzen. Oder selten. Nur gegen so Selbstläufer. Wow, das hat ja mal nichts gebracht. Okay. Nee. Mann. Das ist doch scheiße. Das Problem ist, ich kann Hennig nicht im Kampf einsetzen, weil seine Attacken zu schlecht sind. Dadurch, dass ich ihn im Kampf nicht einsetzen kann, wird er nicht stärker. Wodurch er keine neuen Attacken lernt, weswegen ich ihn im Kampf nicht einsetzen kann. Das mit Hennig ist echt ein Teufelskreis. Ich wünschte, ich hätte kein Hornlio gefangen. Ich wünschte, ich hätte Robby gefangen, dass ich dann auch Hennig genannt hätte. Aber es wäre eben ein cooles Netbo geworden. Mit Konfusion und Windstoß und nicht Scheiße und Pisse. So, habe ich noch Tränke? Ja, ich muss auch noch Tränke haben, ja. So. Hier könnte ich mal mit Hennig leaden. Die erreichen schon fast alle Level 20 hier und Hennig kriegt noch nichts geschissen. Hallo, mein Freund ist cool. So beginne ich auch jeden Tag Konversation. Also nicht, dass ich einen Freund hätte. Ich habe Freunde, aber keinen Freund. Dazu bin ich nicht oder sagen wir es mal so, dazu bin ich zu heterosexuell. Jetzt muss ich kurz überlegen. Schnabel kommt, ne? Schnabel und eine Giftattacke. Doppelkick. Ja, mit Britta rein. Ja, es ist, nicht so manche NPC-Dialoge, auch wenn es nur Trainer sind. Hallo, mein Freund ist cool. Weiß ich nicht, das hätte man so mit 12 geschrieben, wenn man sich ein Videospiel ausgedacht hätte. Hallo, mein Freund ist cool. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht nur auf diesen völlig unbedeutenden Satz weiter rumreiten. Endlich dieses... Fuck my life, was ist hier los? Was ist hier los? Diese Folge gibt mir Kopfschmerzen. Diese Folge gibt mir echt Kopfschmerzen. Dreck. Willst du einmal mal eine Folge mal dahin wursteln? Irgendwie gechillt abgehen. Und geht nicht. Kommt Kacke bei rum, wie wir sehen. Kommt nur Kacke bei rum. Ich habe eine ausgeprägte Kampfschwäche, fällt mir gerade auf. Der Kampf nicht viel entgegenzusetzen. Diese Mark-Situation, die hat mich gerade echt wachgerüttelt mit diesem Level 18 Menki. Fuck. Hier, du kriegst erstmal fucking Edelsamen hier. Drauf geschissen. So. Das war schön ein bisschen eingesamt. Früher stand da in Gen 1, kleines Trivia-Wissen für die Leute, die Gen 1 nicht gespielt haben, weil sie zu jung sind. Was sehr schnell passieren kann. Wenn man überlegt, dass alle Leute, die im Jahr 2000 geboren wurden, dieses Jahr 17 werden. Das ist zu krass. Früher, wenn man Egelsamen eingesetzt hat in Gen 1 und am Ende des Zuges wurden die KP abgezogen, so wie jetzt, dann stand da, den genauen Wortlaut kenne ich nicht mehr, aber es ging um irgendwie, hier hätte dann gestanden, Mark
schadet Gegner durch Schmarotzer-Attacke. Also so richtig, richtig drauf rumgeritten hier. Guck mal, was bist du für ein Arsch. Ziehst dem Gegner KP ab. Bist du ein richtiger Schmarotzer. So. Wie weit hat's Britta denn noch bis zum Level ab? Und wie viele Trainer kommen hier noch? Ich glaube 3. Zu weit. Ich gehe das ganz schnell durch. Sorry, Leute. So. Fettsack möchte kämpfen. Ich habe als Kind die Wanderer immer Fettsäcke genannt, weil die waren echt... Habe ich, glaube ich, in der Mainlock sogar schon erzählt. Die waren echt mordsfett. Ich laufe nochmal zurück. Ich habe Angst vor dem. Die waren echt mordsfett gepixelt. Die hatten wirklich... Die hatten buchstäblich keinen Hals. Future Dennis zeigt das Bild von dem alten Wanderer aus Gen 1. Und ihr so, Leute, jetzt sagt mir mal... Und jetzt zoom langsam rein. Auf seinen Bauch. Jetzt sagt mir mal, dass der nicht fett ist. Also überfett. Und wenn ich nachher noch einem Mechaniker, nee, einem Forscher oder wie auch immer, einem Maniac begegne, ich hoffe, ich erinnere mich daran, dann mache ich das nochmal mit dem Sprite einblenden. Da habe ich nämlich auch eine sehr lustige Geschichte zu, die vielleicht ja auch dem einen oder anderen Zuschauer genauso ging. Ich habe das Alex mal gezeigt und er erzählt und er hat gesagt, ja, stimmt, ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel davon verraten, weil es ja auch so mega spannend ist. Aber es ist echt witzig, was ich da einmal gesehen habe. So, da mache ich jetzt mal hier Angsttaktik. Der Camper da gleich ist mir wieder scheißegal, es sei denn, der hat Nidoran. Oh, die Folge wird überzogen, oh je. Guck mal auf die Uhr. 3:15. Jeez, ich muss morgen um 9 aufstehen, spätestens. Wegen Nebenjob und so. Aber hey, wer braucht schon Schlaf? Wer braucht schon Schlaf, wenn er Pokémon haben kann? Kleinstein. Los. Minoru! Fettsack Minoru. Tschüssen. Ist jetzt kein Buddy-Shaming oder so, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Bevor die Millionen von Fans irgendwie wieder abwandern und aus 10 Subscribern plötzlich nur noch 9 werden. Sage ich lieber doppelt, dass ich politisch eigentlich sehr korrekt... Nein, das bin ich absolut überhaupt nicht. Ich bin politisch inkorrekt, aber immer... Komm, erstmal vergiften, oder? Egal, Randhieb. Ich bin politisch inkorrekt, aber ich denke, man hört mir immer an... Was ist das? Wieso zieht das jetzt überhaupt nichts ab? Ja, okay, Macholo Level 13, Mankey Level 18. Okay. Ich bin politisch inkorrekt, aber immer auf eine Art und Weise, dass man merkt, dass ich gewisse Dinge nicht ernst meine. Klar, stelle ich gerne was überspitzt dar, weil ich tatsächlich einiges auch einfach Schwachsinn finde ab einem gewissen Punkt. Weiß ich nicht, wenn man sagt, der Tisch. Ne, hast du etwa gerade das Geschlecht von dem Tisch irgendwie bestimmen wollen oder was? Warum heißt es denn nicht die Tisch? Ja, weil sich die Sprache so entwickelt hat und nicht, weil die Männer sich darauf einen runterholen, dass man der Tisch sagt. Oder was denken so extremistische Feministinnen eigentlich, was Männer zu Hause tun, wenn sie alleine sind? Also, wir wissen alle, was Männer zu Hause tun, wenn sie alleine sind. Da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Aber denken die wirklich, dass man abgesehen vom Wichsen, ich sag's jetzt einfach mal so, salopp, dass man da nebenbei sich vor den Spiegel stellt und sagt, boah, ich bin der geilste Typ. Ich bin alle Leute sagen der Tisch, weil der ist ein Mann und das ist das Geilste. Ich liebe es, dass die Leute der Tisch sagen. Das habe ich richtig gut, das haben ihr, ich und meine Männerkollegen haben das richtig gut hingekriegt. Unser höchstes Ziel ist die Unterdrückung jeder Frau, jeder Einzelnen. So 10, ne? Wie stellen Sie das vor? So ein 10-Punkte-Plan? So, wir fangen an mit der Tisch und hören auf bei der Merkel. Was stellen sich die vor? Dass ich morgens aufstehe und erstmal irgendwie, keine Ahnung, eine Frau diskriminiere.
So, ich stehe auf, ne? Ich schlender so im Schlafanzug. Ich schlender so im Schlafanzug durch die Wohnung. Ich habe keinen Schlafanzug, aber ist egal. Okay, ich schlender in Buchse, nur in Buchse durch meine Wohnung. Bin richtig verschlafen, torkle in die Küche. Mach mir einen Kaffee und diskriminiere erstmal eine Frau. Weil das nun mal das ist, was Männer so tun. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dieses ganze... Ich habe nichts gegen Aktivismus. Zu sagen, dass Frauen genauso viel kriegen müssen wie Männer für die gleiche Arbeit, ist ein Selbstläufer, ist logisch. Alles, was man dagegen sagen kann, ist einfach nur dumm. Und ich bin auch dafür, dass man sich mehr für den Tierschutz einsetzt. Oder für den Menschenschutz. Wäre ja auch mal ganz geil, ne? Bevor wir den Hühnern helfen, lasst uns doch erstmal den Menschen helfen, damit wir dann insgesamt zusammen auf die Hühner einwirken können. Als Chicken McNuggets zum Beispiel. Nein, also Tierschutz, Frauenschutz, Männerschutz, Kinderschutz, Flüchtlingsschutz. Alles mega geil. Aber übertreibt doch bitte nicht ständig. Übertreibt doch nicht einfach immer mit irgendeiner Kacke. Weiß ich nicht, wenn Peter mal wieder einen Hühnerstall anzündet, um die Hühner zu retten. So, das, weiß ich nicht, ist so, als würde eine Frau durch die Straßen laufen und anderen Frauen an den Arsch packen, weil sie gegen den Feminismus, weil sie für den Feminismus kämpft. Also irgendwo muss man einen Punkt machen. Oder wenn Peter, ich weiß nicht, das ist sehr einseitig, ich gebe es auch zu, aber es nervt halt einfach auch unglaublich stark, diese ganze Kacke. Also zumindest die ganzen Idiotenmeldungen. Wenn Peter gegen Pokémon vorgeht und so ein richtig schlechtes Anti-Pokémon-Spiel macht, in dem es übrigens die Kampfmechanik von Pokémon gibt. Schlecht umgesetzt, aber es sind die normalen Kampfmechaniken. Das heißt, du kämpfst mit einem Pokémon gegen andere, was total dumm ist. Aber ist ja okay, weil die kämpfen für die Freiheit. Oder Peter nochmal gegen Nintendo klagt, oder nicht klagt, aber eine Petition startet oder was auch immer. Weil Nintendo den Tanuki-Suit bei Mario hat. Das würde ja indirekt den Kindern, die das Spiel vermitteln, dass Tierhäuten gut ist. So, what the fuck? Ja, richtig. Weil ich Mario gespielt habe, sitze ich jetzt 3 Jahre im Knast, weil ich Waschbären das Fell abgezogen habe, auf Schildkröten gesprungen bin und, Kart gefahren bin und hab Bananen auf die Straße geworfen. Was auch immer. Alles Mario-related halt. Einfach nur Quatsch. Macht Demos, tut eure Meinung kund, sagt, was euch nicht gefällt. Aber verklagt Nintendo nicht oder greift Nintendo nicht an. Oder mich. Weil ich etwas völlig Zusammenhangloses mache oder sage und in keinerlei Zusammenhang damit vorhabe, das Tierhäuten zu verherrlichen. Ich meine, klar, nachdem ich die Frau morgens diskriminiert habe, häute ich mir erstmal ein schönes Robbenbaby. Das gehört zu meinem Alltag einfach dazu. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das sind meine Privilegien. Aber wir müssen doch bitte nicht übertreiben. So, die Folge war ziemlich lang. Spielfilmlänge. Ja? Folge 7, Spezialfolge, Spielfilmlänge. Hashtag der Folge ist... Oh Gott. Wo habe ich mich hier schon wieder reingeredet? Was habe ich wieder angestellt? Oh Mann. Hashtag der Folge ist... Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Ich bin so schlecht heute Abend. Tut mir leid. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie unterhaltsam. Wenn ihr noch nicht subscribed habt, tut es. Ich brauche 15 Subscriber bis zum Jahresende, sonst häutet Peter mich und verkauft mich an, also meine Haut als Lederpelz an diskriminierte Frauen. Tschaußen!